Das Promi-Geflüster, heute wieder mit einer neuen Ausgabe aus dem Studio, kann man sagen. Genau, wir sind zu Hause. Neue Regeln werden wieder aufgestellt. Die Regierung tagt wieder. Und ja, ich habe mal wieder ein bisschen Oktoberfest hinten eingeblendet. Das Marstallzelt. Und das ist das Zelt, wo natürlich, ihr wisst ja, sonst während des Oktoberfests die Münchner Zwietracht Gas gibt. Und den Wolfgang Köbele, den haben wir natürlich auch schon ein paar Mal jetzt hier wieder zu Gast gehabt bei uns im Promi-Geflüster, den habe ich heute auch wieder da, denn es gibt was Neues. Und da dazu erstmal hallo und herzlich willkommen. Ja, grüß servus, dich, hallo, hallo Frank, hallo, schön, dass wir uns sehen und hören. Genau. Ja, ihr habt jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, Karibik-Feeling da aufgenommen und das Ganze verlegt dann den Englischen Garten, gell? Also, das ist ja so, irgendwann ist ja das Corona-Gezeter vorbei und dann möchten wir richtig feiern. Und die Idee war einfach mal, wieder unser geliebtes südamerikanisches Genre auf den Plan zu rufen. Ich habe ja die Band gegründet, aufgrund, weil ich in Brasilien war und mir dort die Musik so gut gefallen hat. Und jetzt haben wir einfach, jetzt fast nach 30 Jahren, natürlich diesen blöden Lockdown, aber wir haben uns überlegt, lass uns doch ein After-Corona-Fest feiern und schon vorweggenommen mit einem Fiesta Caliente im Englischen Garten. Das ist schon mal der Titel der neuen Single, Vorab-Single von dem heuer im Sommer erscheinenden Album. Und wenn das alles vorbei ist, vielleicht heuer noch nicht, aber nächstes Jahr, dann wollen wir tatsächlich diese heiße Party, diese heiße Fiesta im Englischen Garten live einspielen und nachholen. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ja, mittlerweile muss man auch sagen, habt ihr die Band ein bisschen umgekrempelt, sind natürlich klar ein paar alte Bekannte noch dabei geblieben, aber sind auch neue Gesichter. Allein schon der Frontmann, den kennt man ja schon seit letzten Herbst, kann man sagen. Fernsehgarten, da war sein erster Auftritt, den haben wir auch schon vorgestellt. Und ansonsten, ja, erzähl mal ein bisschen zur aktuellen Besetzung was. Ja, also wie gesagt, der Chris Furtner, der war, den kenne ich hier, der ist wirklich aus meiner Nachbarschaft, aus dem Würmtal. Und den kenne ich schon von verschiedenen gemeinsamen Kneipenauftritten und er war ja schon bei der Andreas Gabalier Band dabei und jetzt im Zuge des Umbaus der Band habe ich ihn gefragt, ob er mitspielen möchte als Frontmann der Münchner Zwietracht und er hat prompt und spontan auch Ja gesagt und das war eigentlich ein glücklicher Zufall, denn er ist wirklich, er könnte mein Sohn sein, das macht aber nichts, er ist 27 Jahre alt und ist wirklich jetzt die Generation, die auch die jungen Leute ansprechen wird und da freuen wir uns schon sehr drauf, denn er ist ein sehr charismatischer Typ, er macht gern Musik, sieht gut aus und hat unheimlich viel Pfeffer im Hintern und da freuen wir uns schon drauf. Mhm. Das zweite ist der Schlagzeuger, das ist ein Münchner Urgestein, hat schon in ganz vielen Bands gespielt, er hat auch schon als Vorband bei AC/DC gespielt, mhm. Das ist der Peter Lautenschlager und er ist wirklich aus der Münchner Rock- und Pop-Szene nicht wegzudenken. Und auch er hat spontan Ja gesagt, bei der Münchner Zwietracht zu spielen. Entschuldigung. Aber der dritte, das ist so ein Remember-Effekt, weil er ist ein Brasilianer, der Jean Carlos Ciminelli. Und er kommt tatsächlich aus der Gegend, wo ich vor 30 Jahren mit einer anderen Band Musik gemacht habe in Brasilien, wo ich diese wunderbare brasilianische Musik kennengelernt habe und diese Münchner Zwietracht da gegründet habe. Aus der Gegend Santa Catarina, Blumenau, kommt der Jean. Und es ist so ein bisschen, der Jean kann gar nichts dafür, ist ein sehr guter Gitarrist, sehr guter, feiner Mensch, ein wunderbarer, lebt auch schon seit 15 Jahren hier in Deutschland. Aber es ist mein Dankeschön an das Land Brasilien, weil es mich inspiriert hat, diese Band zu gründen und eben auch schon 30 Jahre erfolgreich zu sein. Und das ist so ein kleines Dankeschön auch an Brasilien und mittels von unserem neuen Gitarristen, dem Jean Carlos Ciminelli, haben wir das ganze Dankeschön personalisiert. Mhm, wunderbar.
Jetzt muss man natürlich fragen, ihr seid ja, wie gesagt, ich habe es ja gerade eingangs erwähnt und unsere Fans, die wissen es natürlich, ihr seid ja die Oktoberfestband schlechthin. Jetzt letztes Jahr ist es ja ausgefallen. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Ich meine, du bist jetzt kein Verantwortlicher von der Stadt, du kannst wahrscheinlich auch nur Vermutungen anstellen oder gibt es schon irgendwelche Wege und Informationen, die man schon verraten kann. Gibt es ein Oktoberfest dieses Jahr? Also, es gibt eine Aussage von Dieter Reiter, dem Oberbürgermeister von München, und es gibt nächste Woche ein Gespräch mit mir und unserem Festwirt vom Marstall, dem Sigi Able. Und vielleicht gibt es noch eine Tendenz, aber das Oktoberfest von München, das hat natürlich zwei Dinge, die es sehr erschweren, stattfinden zu lassen. Das ist natürlich klar, jetzt mal die Pandemie. Und zum Zweiten, es werden sicherlich, auch wenn in Deutschland alle geimpft sind bis zum Herbst oder geimpft sein könnten, natürlich nicht 3 Millionen Touristen nach München kommen dürfen. Und diese Touristen aber braucht das Oktoberfest, sonst rentiert sich das nicht, das Ganze aufzubauen. Nur mit Münchner und Oberbayern, quasi der Hälfte der Besucher, würde es nicht lukrativ sein, für niemand das Oktoberfest aufzubauen. Und der Reiter, der Reiter von der OB von München hat gesagt, entweder die Wiesen ganz oder gar nicht. Und meine Meinung ist auch, es geht nur ganz oder gar nicht. So eine halbe und mit halber Besetzung und Hygiene und sonst was wird sicherlich nicht funktionieren. Und im April gibt die Stadt München auch definitiv Bescheid, was ihre Beschlüsse sind. Ja, also ich denke auch so, entweder halb oder gar nicht, also oder halb oder ja, nichts Halbes und nichts Ganzes, das funktioniert nicht. Und gerade auch wenn nachher der Alkohol natürlich fließt, wenn man ein, zwei Bier getrunken hat, ein, zwei Maß, dann weiß man es ja eh, dann wird die Sache geselliger und man rückt näher zusammen und wenn es dann noch nicht so weit ist, dann ist die Ja, Gefahr wieder also groß. all diese Dinge, Wiesen ohne Bier und Wiesen mit Abstand und Schunkeln auf 2 Meter Abstand, alles das funktioniert nicht. Und die Wiesen hat einfach den Charakter, voll zu sein, viel zu trinken und richtig auszuflippen. Und all das wird heuer nicht gehen. Ich vermute, dass man das nächstes Jahr wieder machen kann, weil dann wahrscheinlich alle geimpft sind und dann kann man sicherlich auch wieder mit einer Wiesen nächstes Jahr rechnen. Heuer, wie soll das funktionieren? So ist es, ganz genau. So, jetzt muss ich natürlich sagen, wir haben jetzt eine kleine Neuerung bei uns im Promi-Geflüster vor, zumindest wenn wir Musiker hier bei uns am Start haben. Und da ihr ja natürlich sämtliche Titel, sage ich mal, was so angesagt ist, kennt und auch von den Musikkollegen euch, glaube ich, bestens auskennt, in den 30 fast schon auch über 30 Jahren. Habe ich eine kleine Idee. Wärst du bereit? Stadt, Land, Fluss kennt man ja, ne? Ja. Jetzt machen wir da den Fluss weg und nehmen einfach mal einen Schlagerinterpret oder Gruppe dazu und einen Schlagertitel entsprechend oder Okay. volkstümlich oder wie auch immer. Ja. Dass wir dann mal eine kleine Runde Stadt, Land, Schlager spielen. Ja, Hol doch okay. mal ein Blatt Papier und einen Stift und mach doch mal vier Tabellen oder vier so Dinger, dass es ungefähr so ausschaut, ne? Ja. Ich habe mir es auch schon mal vorbereitet. Und mein auch zu Hause, ihr könnt gerne auch mitspielen. Nehmt euch mal schnell ein Blatt Papier, einen Stift und notiert euch das auch mal. Ich blende jetzt mal ganz kurz heute unsere Countdown ein oder unseren Zufallsgenerator. 60 Sekunden haben wir. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, dann starten wir mal und gucken mal, was von Buchstaben rauskommt. Ob wir mit dem was anfangen können. Moment, Sekunde. So, ein Z sollen wir den mal nehmen. Probieren wir es mal, oder? Okay. Zeit läuft. Oh je, oh je. Wird schwierig, gell? Es wird schwierig, ja. Schlagertitel. Ja, ich tue mir auch schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen.
Beim Interpreten fällt mir jetzt auch nichts ein und beim Schlagertitel fällt mir auch nichts ein. Oh, wow. Zu wenig am Meer ist ein Titel von der Münchner Zwietracht. Schlagertitel habe ich was, ja. Interpret. 8 Sekunden und 5, 4, Interpret, ich muss aufpassen. So, Zeit ist um, genau, alles klar. Muss ich wieder umzwitschen hier, da meine Kamera, genau, dass wir uns wieder sehen, da sind wir. Also, na gucken wir mal. Also, ich sage mal so, wenn es Übereinstimmungen gibt, dann gibt es dann 5 Punkte. Also wenn, Punkte gibt es auch, okay. Ja, da wo jemand was drin ist, stehen hat, wo der andere nichts hat, da gibt es 20 Punkte. Und wenn es ja. Unterschiede sind, dann machen wir 10 Punkte. Okay, also ich habe mal, bei mir schaut es so aus, ganz ehrlich gesagt. Ja, ich habe auch einen nicht. Ja, ich habe 2 nichts. Also Stadt habe ich mal Zwickau. Habe ich auch. Ja, dann haben wir da 5 jeder. Dann bei Land muss ich passen, da ist mir auf die Schnelle nichts eingefallen. Da habe ich Zululand. Ja, okay. Dann hast du da mal 20 Punkte, wie auch immer, genau. Schlagertitel habe ich mal Zurück zu dir. Ich will nur Zurück zu dir, ja. Okay. Ich habe zu wenig am Meer, ist ein Titel von der Münchner Zwietracht. Okay, vergibt man da jedem 10 Punkte, genau. Und Interpret? Habe ich keinen. Muss ich aufpassen. CC Top wäre mir eingefallen, aber das ist... Das wäre nochmal was anderes. Also in dem Fall hättest du jetzt mal die erste Runde gewonnen. Ich habe 35 Punkte. So ist es, genau. Und ich bin bei 15. Sollen wir eine noch machen, da wir nochmal ein eindeutiges Ergebnis haben? Ha? Jawohl. Zweite Runde. So, Achtung, ich blende den Dinger da wieder ein, den Zufallsgenerator und... Na, mischen wir nochmal. Müsste jetzt ein I. I wie Ida. I. Es geht schon los, oder? Ja, läuft schon. Wenn du schon früher fertig bist, dann schreien. Nee, da fehlt mir jetzt, da fehlt mir noch was. Ich wäre fertig. Okay. Du noch nicht, oder? Mir fehlt noch was, aber okay. Fertig ist fertig. Fertig ist fertig. Also, bei der Stadt sind wir bei Ingolstadt. Da habe ich Ida Oberstein. Gut, dann kriegt jeder mal 10. Jawohl. Land? Da werden wir gleich sein, Italien. Nee, ich habe Island genommen, siehst du? Sehr schön. Also, auch nochmal jeder 10, genau. Titel? Da ist mir nur ein Englischer eingefallen, aber da habe ich keinen Deutschen. Wie heißt denn unsere schöne Sendung dabei? Immer wieder sonntags? Immer wieder Sonntag, ja, genau. 10? Ich habe nichts. Bei Interpret? Da habe ich den Ivo. Ivo Robic. Ja, oder da gibt es Ibo, gibt es auch. Einen. Oder Ibo, ja, genau. Ich bin bei der Ingrid Peters gelandet. Ingrid Peters, sehr gut. Ja gut, aber ich glaube, da haben wir bei alle... ich habe einmal nichts. Einmal nichts, okay. Dann bin ich bei... Dann habe ich da 20, okay. 20, 30, dann bin ich bei 50 und du bist bei... 30. 30. 50, ja gut. Aber da sind wir, glaube ich, so ungefähr mit der Vorrunde in etwa gleich. Das sind wir ungefähr gleich. Ich genau. 65. Genau, jetzt natürlich entscheiden, wie haben die Zuschauer abgestimmt oder mitgemacht für sich zu Hause. Vielleicht auch mal interessant. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Genau. Genau. Ja, das kleine Spiel wollen wir bei den nächsten Gelegenheiten gerne wieder einführen. Also ich glaube, ganz witzig. Ja. Ganz witzig. Ja, was macht die Münchner Zwietracht denn jetzt dann dieses Jahr sonst, wenn jetzt kein Oktoberfest was macht stattfinden sollte? Band ohne Oktoberfest, oder? Genau, richtig. Ja, also wir waren wirklich nicht faul. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten 3 Monate im Frühjahrs-Lockdown letzten Jahres, es ist ja dieses Jahr, jetzt haben wir den 3.3., am 7.3.2020 haben wir den letzten Auftritt gehabt, also jetzt genau ein Jahr und ein paar Tage zu wenig, aber
Die ersten 4, 5 Monate habe ich sehr genossen, muss ich ehrlich sagen, denn mein Leben war ja 35 Jahre, Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag on Tour, den Sommer über, und das hatte ich jetzt nicht. Und nach 35 Jahren mal erleben, wie ein Wochenende, wie ein freies Wochenende aussieht, und das nächste auch und das übernächste auch und das übernächste auch, das war sehr spannend. Das war sehr erholsam und habe ich wirklich genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, der Sommer war auch noch zufällig wunderschön. Man konnte raus, man konnte radeln. Ich gehe gern in die Natur, ich gehe gern joggen, ich gehe gern walken, ich gehe gern an See und habe wirklich das alles genießen können. Und dann ab Herbst haben wir, wie gesagt, die Band umgebaut, neue Musiker eingebaut, haben dann auch schon Titel geschrieben für ein neues Album. Ich habe mich mit der Firma Tirolis wieder zusammengesetzt und wir waren sehr begeistert. Und wir werden also jetzt ein Album machen. Und die erste Single Fiesta Caliente im Englischen Garten ist ja seit heute auch veröffentlicht und überall im Download zu bekommen. Und dann habe ich natürlich das Büro der Münchner Zwietracht. Ich war nicht Booker, sondern Schieber, habe alle Termine vom letzten Jahr auf heuer verschoben und die Termine von heuer jetzt im ersten Jahr, im ersten halben Jahr, die werden dann auf den Herbst und wieder auf nächstes Jahr verschoben. Also es ist immer wirklich viel zu tun, denn Büroarbeit erledigt sich nicht von selbst. Da muss ich jeden Vormittag hin. Von 8 bis um 12 mache ich immer meine Bürostunden und es werden Angebote rausgeschrieben und natürlich sehr viel das ganze Bürokratische, was hinter den Kulissen immer abläuft und keiner sieht. Aber es muss auch gemacht werden. Und natürlich jetzt im Herbst haben wir zusammen sehr viele Lieder geschrieben, auch die jetzt auch neu produziert werden, im Studio beim Schorsch Wörle im Allgäu. Und vor Weihnachten hat der Heinz und der Andi und ich, wir haben uns zusammengesetzt und haben ein Unplugged-Album auf den Markt gebracht, Münchner Zwietracht Unplugged, wo wir die ganzen alten Titel, mit denen wir die Band angefangen haben, nochmal neu aufgenommen haben. Und haben wir einfach Unplugged mit Akkordeon, Trompete und Bass und dreistimmigen Gesang haben wir aufgenommen. Das ist sehr lustig geworden. Und diese alten Titel, das waren ja eigentlich der Grund, warum der Karl Moik schon vor 30 Jahren gesagt hat, sofort in den Stadl, sofort mit auf Tournee, weil die eben so damals für damalige Zeit total anders waren. Und diese Titel haben wir nochmal neu aufgenommen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt haben wir dann seit Januar mit der Band geprobt, zuerst jeder für sich zu Hause. Aber wir haben jetzt eine große Halle gemietet, wo wir sehr mit großem Abstand, jeder eigentlich für sich und der nächste steht 2 Meter weg, proben, um einfach auch für das, was kommt, gewappnet zu sein. Wir haben sehr viel neues Programm auch mit aufgenommen. Die Basics haben wir gelassen und viele neue Titel gemacht. Und es macht sehr viel Spaß. Und es wird auch ganz toll. Wir werden jetzt ein Video drehen zu dem Titel Fiesta Caliente im Englischen Garten. Da müssen wir noch eine geeignete Location finden. Dieses Video wird sehr lustig werden. Sicherlich kann ich noch nicht viel verraten, aber auch da haben wir schon einige witzige Ideen. Dieses Video wird jetzt je nach Fertigstellung vielleicht in den nächsten 4 Wochen auch auf allen Kanälen zu sehen sein. Und jetzt das erste halbe Jahr sind wir wirklich damit beschäftigt, jeder in seinem Home-Studio dann das Album aufzunehmen. Und da haben wir geplant 14 Titel. Und erscheinen soll das im Juni, wenn alles gut geht. Und wenn wir im Juni sind, im Sommer, dann wissen wir vielleicht auch schon, ob das Oktoberfest stattfindet oder überhaupt wir im Herbst vielleicht irgendwo spielen können. Und es ist alles jetzt bisschen zurückgefahren, aber diese Energie, die sich da freisetzt, die ist wirklich gut, um kreativ zu sein. Und irgendwann werden wir wieder spielen und dann werden wir wieder mit vollem Elan und voller positiver Energie wieder auf der Bühne stehen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber was wir jetzt auch machen, ist halt einfach kreative Arbeit, Studioarbeit. Wir haben einige Fernsehsendungen wieder geplant heuer. Immer wieder sonntags kommen wir sicher wieder, wenn die Musi spielt, ist in Arbeit, wenn wir den Fernsehgarten wenn wir wieder machen. Andy Borg ist auch eingeplant. Also
wir haben einiges vor. Schöne Titel, das Album wird lustig, es wird sehr, sehr spannend. Es werden deutsche Titel draufkommen, es werden auch bayerische Titel draufkommen. Mhm. Ein bisschen auch zurück zur Natur, zu den Roots mit diesem brasilianischen Rhythmus habe ich wieder vorzumachen. Also es macht auch Spaß, mal aus der Ruhe die Kraft zu schöpfen für Neues. Ja, da sind wir schon gespannt. Also mal der erste Titel, wie gesagt, der ist ja schon sehr vielversprechend und steckt schon mal gute Laune an, sozusagen. Vielleicht sieht man ja im Video auch den englischen Garten. Vielleicht kommt der ja auch drin vor, oder? Das werden wir doch hinkriegen. Wenn im, schon. Moment, im Moment ist er halt nur noch sehr grau, weil ja natürlich alles noch im Winterschlaf ist. Es blühen keine Blüten und sonst was. Ja. Wir müssen da so eine Mischung machen aus Studio und Fiktion. Aber irgendwie kriegen wir es schon hin. Genau, heutzutage ist ja vieles möglich, sodass es entsprechend gut rüberkommt. Eben, du rüberkommt. Sitzt ja auch im Marstall. Genau, obwohl es gar nicht aufgebaut ist, genau. Ja, nee, dann hoffen wir doch, dass das alles, hoffentlich alles wieder normal, irgendwann normal wird. Und wenn ich jetzt nochmal ganz kurz auf deine Frisur eingehen darf, du hast jetzt mit deinem Friseur keine Vereinbarung gehabt, oder? Überhaupt nicht. Das war ja auch das Schöne. Ich musste mich um keinen Friseurtermin kümmern. Mache ich immer alles selber. Genau. Sehr schön. Nee, also Spaß muss sein, das gehört auch dazu, klar. Und jetzt hoffen wir mal, wie gesagt, dass alles mal ein bisschen wieder offener wird und dass wir wieder ein bisschen mehr Freiheiten genießen können. Genau. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht unbedingt für Freiheiten, die einfach planlos in die Welt ziehen, weil dann haben wir die dritte Welle wieder und nochmal ein Lockdown. Wir müssen jetzt einfach geduldig sein und einfach schauen, dass alle möglichst schnell die Möglichkeit haben, geimpft zu werden. Richtig. Und dass alle möglichst schnell mit Schnelltests versorgt werden, dass wir einfach irgendwie dann wieder was machen. Weil wir alles aufmachen und warum darf man nicht einkaufen und. Weil dann hat man ja wieder die Ansteckungen und dann geht es ja wieder los. Das bringt ja nichts. Da muss man jetzt einfach geduldig sein und ein bisschen noch ja, stillhalten. Mhm. Genau. Naja, dann wünsche ich dir und deinen Jungs sozusagen alles, alles Gute mit der neuen Produktion. Und dass wir uns dann hoffentlich bald irgendwo wieder bei irgendeinem Event live begegnen. Wird Fiesta Caliente im englischen Garten, da werden wir uns treffen, spätestens. Spätestens. Wenn die Wiese nicht ist. Ja? Alles klar, sehr gut. Lieber Wolfgang, dir alles Gute und grüß die anderen recht schön und sag dann mal bis zum nächsten Mal. Danke Frank und Promi-Geflüster immer wieder. Super. Dankeschön.